Für die meisten ist Hamburg was Besonderes. Tor zur Welt und Kulturstadt. Hohe Tiere aus Wirtschaft und Diplomatie sowie leckere, langbeinige Ladies wissen das zu schätzen. Doch für mich ist Hamburg ein Ort der Hölle. Und Hunde. Eine Stadt finsterer Seitenstraßen, dunkler Kanäle und getriebenen Gestalten, die an ihren längst zerbrochenen Träumen hängen. Und der alte Seebär sagt mit Recht, hier gehöre ich hin, denn hier bin ich zu Haus. Der Fertige, der die Buddel melkt, ist Hoge. Ein Schnüffler für einen Zehner die Stunde mit dem Herz aus Gold für jede Lütte, die in der Grütze ist. Ja, besser. Sonnenklar. Er hatte eine besonders süße Maus an der Strippe. Sie jammerte, dass sie beklaut worden war und nun mich und Hoge brauchte, um ihre Sachen wieder an Land zu kriegen. Wie bitte? Ja. Okay, ich komme. Als sie sagte, dass sie in einem Grillimbiss am Freihafen arbeitet, war für Hoge kein Halten mehr. Geld verdienen, ja. Scheiße. Hoge hatte nur noch zwei Dinge im Kopf. Die laszive Stimme des Mädels und die Currybratwurst, die sie bereits für ihn auf den Grill geschmissen hatte. Wir waren fast am Freihafen, da machte sich ein ekelhafter Gestank breit. Keine Ahnung, ob es die Vorfreude von Hoges Darmtrakt auf den Gewürzketchup war oder das unangenehme Gefühl, das einen beschleicht, wenn man kurz davor ist, Probleme zu kriegen. Als ich in den Grill stapfte, heulte die Kleine wie am Spieß und der ganze Laden sah aus wie ein Schlachtfeld. Das war kein gewöhnliches Mädel. Diese Zuckerpuppe war Hamburgs Bratwurst-Queen. Und man hatte ihr die Krone gezockt. Ausgerechnet am ersten Tag der Hafengeburtstagsfeierlichkeiten. Ohne Krone müsste das Segnen der Wurststände durch die Queen abgesagt werden. Ich überließ das von Tränen aufgeweichte Püppchen Hoge und machte mich auf, die Mission zu erfüllen. Mir war klar, dass es alles andere als leicht werden würde, die Krone zu finden. Die Stadt war voll von Abschaum, der nicht zögern würde, sich das königliche Häubchen unter den Nagel zu reißen. Doch zunächst hatte ich etwas Wichtiges zu erledigen, rein biologischer Natur. Dann nahm ich mir den Fischmarkt vor, da, wo sich die Eierlutscher normalerweise ihre Kunden fangen. War nichts. Also weiter. Der Typ aus dem Leihhaus kannte weder die Queen, noch hatte er eine Ahnung von ihrem vermissten Kopfschmuck. Stattdessen bot er mir ein straßbesetztes Flohhalsband an. Ich lehnte ab. Was blieb noch? Natürlich überprüfte ich alle üblichen Gauner der Stadt, doch keiner verlor auch nur ein Wort. Wie zugenäht. Ich wusste nur zu gut, dass die Zeit ablief, aber ich kam einfach keinen Schritt weiter. Dann am Schaufenster einer dieser Transenschuppen hatte ich einen Geistesblitz. Wenn einer versucht, die gestohlene Krone zu verticken, wo findet man dankbarere Kundschaft? Diese Jüngelchen lieben doch lustige Hüte mit Glitzerkram. Ich schlich mich also hinein und wusste, was ich zu tun hatte. Das Ding schnell finden und meinen Hintern immer dicht an der Wand halten. Aber wo ich auch suchte, von der Krone keine Spur. Ich wollte mir gerade für den alten Hoge eine Gummipuppe schnappen, als ich plötzlich hörte, dass jemand kam. Auf dem Weg zurück zum Grill roch ich nach billigsten Notendiesel. Meine letzte Hoffnung war, dass ich die Krone wieder angefunden hatte und ihre Majestät stolz und aufrecht dastand. Und sie stand da. Ziemlich hoch sogar. Doch sie war auch kurz davor zu springen. Spring! Bitte, mach dich doch nicht unglücklich! Nein, stopp! Ich kann doch nicht hingucken! Ohne meine Krone bin ich verloren! Ja, komm her! Komm her! Tut mir den Gefallen! Komm doch hier runter, hier ist doch viel schöner! Ohne Krone ist alles verloren! Wir fangen nochmal neu an! Ohne Krone! Lass doch endlich mal! Lass die mal springen! Dem blutrünstigen Fernsehreporter hätte ich am liebsten auf seine Schuhe geschissen. Doch dann dämmerte mir etwas. Ich sauste hinein und betete, dass Hoges Pack die Königin von ihrem tödlichen Hechtsprung abzuhalten. Ich war davon überzeugt, dass irgendwo eine Überwachungskamera sein musste. Und da war sie auch. Ich
Ich betete, mein Verdacht wäre richtig und konzentrierte mich auf den Monitor. Das war dann, als ich sah, wie sie ihre Krone vom Kopf nahm und auf den Tresen legte. Die ganze Zeit war die Krone also im Laden geblieben. Im Bewusstsein, dass ihre Majestät dazu bereit war, jeden Moment zu springen, flitzte ich ins Lager und tauchte ab. Die Krone, da ist sie ja! Tja, war schon ein schmutziges Geschäft, aber irgendwer musste es ja tun. Ich war verschossen in das süße Ding. Das Ende war gediegen. Die Bratwurststände kriegten ihren verdienten Segen und Hoge und ihre Majestät konnten händchenhaltend auf der königlichen Würstchenjachtparade fahren. Und mir? Ich war fit für ein großes Pilz und eine riesen Currybratwurst. Der alte Seebär sagt mit Recht, so bringst du auch den letzten Hund zum Lachen.